Kommissar Robert Müller und Polizeioberkommissarin Josephine Brötzmann riskieren viel, um anderen zu helfen. Die 34-jährigen Beamten arbeiten bei der Brandenburger Polizei und erleben täglich den ganz normalen Wahnsinn. Der Mann ist ja etwas ausgerastet, hat der Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen. Wann haben Sie letztes Mal Alkohol zu sich genommen? Wir wussten nicht viel, nur dass jemand in einer Wohnung freidreht, andere Leute eventuell zusammenschlägt und das Mobiliar kaputt haut. Er bringt illegale Waffen nach Hause, alle. Er bringt nur Scheiße. Ja, na klar, man wird auch ab und zu mal angeflirtet auf der Straße. Ja, dass man Sprüche hört wie, auch von dir möchte ich mal gerne verhaftet werden. Genau, den einen haben wir bei uns im Auto. Man möchte natürlich nach den 8 bis 12 Stunden möchte man einfach heil wieder nach Hause. Es kann immer was passieren, es kann auch passieren, dass hier eine Bombe hochgeht. Die Berlinerin Josephine Brötzmann ist seit 14 Jahren bei der Polizei in Brandenburg. Sie hat sofort nach dem Abitur ihren Traumberuf verwirklicht, konnte sich nichts anderes vorstellen, als bei der Polizei zu arbeiten. Der Hallenser Robert Müller arbeitete nach dem Abitur kurz als Fitnesstrainer. Es war nicht sein Ding, er zog ins brandenburgische Legebruch und machte 2004 drei Jahre lang eine Ausbildung bei der Polizei. Er ist seit 10 Jahren aktiver Polizist. Die beiden haben heute 12 Stunden Schichtdienst in der Direktion Nord. Für beide beginnt an diesem Tag der Dienst um 18 Uhr. Nach der Dienstbesprechung geht es erst einmal zu den Kollegen der Vorschicht. Die Kollegen der Vorschicht haben eine Person in Gewahrsam gebracht, der sehr aggressiv war, schon in dem ÖPNV-Mittel im Bus. Und der hat auch noch anscheinend eine ärztliche Behandlung vor kurzer Zeit gehabt. Sprich, wir haben noch überall von dem EKG und von dem EEG-Gerät noch überall die Sensoren. Wir müssen jetzt gucken, ob der Rettungsdienst da vielleicht uns weiterhelfen kann. Hallo? Oft werden die beiden bei ihrer Tätigkeit beleidigt, geschlagen oder gar angespuckt. Es gibt kaum noch Respekt vor den Brandenburger Beamten, sagen die zwei jungen Polizisten. Und da geht es auch schon los mit der ersten Beleidigung an diesem Tag. Die beiden kennen den oft aggressiven Ton. Halt Alltag auf einer Brandenburger Polizeiwache. Dieser Mann liegt nackt und betrunken, voll uriniert und pöbelnd in der Gewahrsamszelle. Ich hab gesagt, ich hab einen Scharrenfall gehabt, Mann. Jetzt hopp oder was? Dieser Mann muss nun erstmal seinen Rausch ausschlafen. Was folgt, ist eine Anzeige wegen Körperverletzung. In seiner Akte steht dann zusätzlich Bedrohung und Widerstand gegen die Polizeibeamte. Dann kommt um 19.26 Uhr der erste Notruf für die beiden rein. Eine aufmerksame Zeugin hat beobachtet, wie Jugendliche mit einer Waffe auf einem Schulgelände umherhantieren und auf Büchsen schießen. Bei der angespannten Terrorlage im Land gehen die beiden Brandenburger Beamten erst einmal vom Schlimmsten aus. Höchste Anspannung. Es ging darum, dass aus dem Schulhof irgendwie ein junger Mann war, der mit einer Waffe auf Büchsen geschossen hat. Nun wissen wir nicht, ob es wahrscheinlich eine Softwarewaffe oder eine scharfe Waffe. Das haben wir noch nicht rausgekriegt und suchen jetzt nach der Person. Zum Glück stellte sich alles als harmlos heraus. Die Büchsen waren nicht beschädigt. Für die beiden Beamten endet hier der Einsatz. Nur 10 Minuten später geht's zum nächsten Einsatzort. Ein 15-jähriger Sohn randaliert in der elterlichen Wohnung und bedroht sie. Man weiß selber nicht, was einen erwartet. Wir sind die Treppenaufgang hoch, haben gesehen, dass die Tür zugeht. Man weiß nicht, was hinter der Tür passiert, ob vielleicht ein Messer eine Rolle spielt oder ähnliches. Der Stiefvater wusste nicht mehr ein und aus, hat den Notruf der Polizei gewählt. Der 15-Jährige hat den Eltern angedroht, sie umzubringen. Er soll wohl seine Mutter geschlagen haben oder schlagen wollen. Er soll wohl den neuen Lebensabschnittsgefährten auch geschlagen haben und hat wohl auch zu Hause randaliert. Er war immer noch ziemlich aggressiv, als wir eingetroffen sind. Selbst als er auf dem Boden lag, hat er versucht, sich immer noch rauszuwinden. Ich schwöre, das war alles Scheiße. Er hat mir einfach wehgetan. Was bringst du für Männer nach Hause? Der Junge wird in Handschellen abgeführt. Er soll auf die Wache. Zeit für die nächste Beleidigung gegen die beiden Polizisten. Ich halt dein Maul und so. Halt deine Fresse. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Erfahrungsgemäß wird gerne an lauen Sommernächten besonders viel Alkohol konsumiert. Ich denke, die Temperaturen und der Alkoholkonsum sprechen dafür, dass die Nacht sehr ereignisreich bleiben wird bis in die frühen Morgenstunden. Die beiden Brandenburger Beamten entdecken auf ihrer Nachtstreife einen jungen Radfahrer, der eventuell was getrunken haben könnte und ohne Beleuchtung durch die Stadt fährt. Der 18-Jährige zeigt Reue. Man fühlt auch Reue, weil man was falsch gemacht hat. Ich bin ohne Licht gefahren. Aber auf der richtigen Straßenseite. Also ich hab mich nicht ans Gesetz gehalten, so wie es sein sollte. Es ist einfach Faulheit. Man fährt los
und denkt sich, die 20 Meter ohne Licht, so kriegst du jetzt auch schnell hin. Könnte sein und vielleicht im nüchternen Zustand gut gehen, aber mit Alkohol im Blut wird's halt im Straßenverkehr gefährlich. Ich wollte jetzt wirklich nur von da zum Bahnhof fahren, es tut mir auch leid. Die Beamten stellen einen geringen Alkoholwert fest und ahnden deshalb nur das fehlende Licht am Fahrrad mit 20 Euro. Alkohol und Straßenverkehr ist eine ganz schlechte Kombination, wird dennoch an diesem Abend weiter auf der Tagesordnung stehen. Sie haben den nächsten im Visier. Hier ist es eindeutig zu viel. Der Radfahrer diskutiert auch nicht lange und gibt seinen Verstoß zu. Trunkenheit im Verkehr, Radfahrer. Lenitzstraße, Radfahrer mit 1,77 Promille. Gegen 23 Uhr folgt dann die Blutentnahme auf der Wache. Sollte der Radfahrer einen Führerschein besitzen, ist dieser erst einmal futsch. Ihm droht Fahrverbot und eine hohe Geldstrafe. Die Rechtsprechung sagt, dass ein Radfahrer, das ab 1,6 Promille absolut fahruntauglich ist, das ist ein strafbares Verhalten und dementsprechend mussten wir ja einschreiten. Die beiden gehen mit viel Respekt in jeden Einsatz. Man weiß nie, was passiert, gerade wenn es dunkel und die Sicht eingeschränkt ist. Kurz vor Mitternacht geht's dann mit hoher Geschwindigkeit und Blaulicht zu einem Einbruch. Wir fahren zu einem gegenwärtigen Einbruch. Da sind wir zwei Täter über dem Balkon in eine Wohnung eingestiegen. Ob die jetzt noch vor Ort sind oder flüchtig sind, müssen wir noch rauskriegen. Die Brandenburger Polizeikollegen haben bereits vor Ort zwei mögliche Täter gestellt und Einbruchswerkzeug gefunden. Diese Person, die wurde hier im unmittelbaren Tatortbereich festgestellt durch die Kollegen. Auf diese Person passt auch genau die Personenbeschreibung, die der Zeuge uns hier angegeben hat. Es fehlen noch Handschuhe, weil der Täter so Handschuhe angehabt haben. Versuchen jetzt mit dem Fährtenhund nochmal die Fährte vielleicht zurückzuverfolgen, dass wir von dem ein Kleidungsstück bekommen. Kann sein, dass es drei waren, hundertprozentig wissen wir es nicht, aber die Möglichkeit besteht, dass da noch ein Dritter flüchtig ist und gucken, dass wir denen vielleicht noch irgendwo habhaft werden. Die beiden suchen gemeinsam mit dem Polizeihund nun im benachbarten Feld nach weiteren Spuren, um eventuelle Mittäter zu finden. Letzten Endes haben wir jetzt mit dem Fährtenhund immer noch mal einen Weg der Täter abgelaufen. Dort haben wir noch nach weiteren Tatmitteln oder nach Bekleidungsstücken gesucht, die vielleicht während der Flucht abgeworfen wurden. Jetzt kommt der Kriminaldauerdienst mit der Kriminaltechnik zum Einsatz. Die werden den Tatort kriminaltechnisch untersuchen und dann mit Hilfe des aufgefundenen Spurenmaterials Täter und Tatort zusammenführen. Auf ihrer Nachtstreife wird viel gelacht und gescherzt, doch kommt ein Einsatz über Funk rein, wird genau hingehört. Es wird in einen anderen Modus geschaltet. Man konzentriert sich. Jetzt müssen sie einer Frau helfen, die von ihrem Mann geschlagen und getreten wurde. Sie flüchtete nachts um drei zum Nachbarn und rief die Polizei. Genau, sie hat wohl seit längerem ein Verhältnis. Er hat es dann heute rausbekommen, ist erst für ein paar Stunden gegangen, hat offensichtlich was getrunken und ist dann wutentbrannt wiedergekommen, musste offensichtlich seiner Wut ja irgendwie Luft machen. Ja, hat sie dann mehrfach geschlagen und hat sich dann aber selbstständig auch wieder in den Griff bekommen. Ja, menschlich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, dass man da die Kontenance verliert, aber eben nicht auf die Art und Weise. Und schon letztendlich ist er jetzt aber sehr einsichtig gewesen, hat seine Sachen gepackt, zieht in ein Hotel auf längere Sicht und dann alles andere müssen sie unter sich dann klären, wie es weitergeht. Auf ihn wartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Für die beiden Brandenburger Beamten ist bald Dienstschluss. Sie fahren zurück zur Wache. Aber ich denke, dass man als Polizistin oft auch deeskalierend wirken kann. Gerade auf Situationen, wenn man vielleicht auf die Motor, ja, sowas wie Prügeleien oder was auch immer trifft. Ich denke, dass man als Frau doch so ein bisschen auch weicher angefasst wird. Grundsätzlich ist, denke ich, die Angst, die man grundsätzlich eigentlich immer hat, der beste Begleiter überhaupt. Denn die Angst sorgt dafür, dass man vorsichtiger im Alltag wird, vorsichtiger mit den Situationen. Angst ist in gewissem Grad immer vorhanden, manchmal mehr, manchmal weniger. Sie sehen sich selbst als eine neue Polizeigeneration, eine offene, moderne Polizei, die Recht und Ordnung vertritt, dabei das Menschsein aber nicht aus dem Auge verliert. Strenge Hierarchie und stumpfe Befehlsausführung sind hier ein Fremdwort. Diese Brandenburger Dienstgruppe pflegt ein freundschaftliches Verhältnis untereinander, was den Job als Polizist eben angenehm macht. Aber trotzdem wurde in den letzten Jahren verpasst, mehr Personal im Land einzustellen. Die Lücke füllen jetzt diese jungen Beamten, die hochmotiviert und gerne bei der Brandenburger Polizei arbeiten.